So, weiter geht's. Ich will den Part ja nicht so lange machen und ich. Na gut, der war schon so lange, aber. Ja. Ich will auch nicht schneiden, also. Also, ich will nicht mitten im Satz schneiden oder so. Na egal, auf jeden Fall zeige ich euch erstmal, was diese komische Spitze hier machen kann. Die kann, wenn man dagegen schlägt. Alles betäuben, was auf diesem Planeten ist. Hier kriegen wir eine Münze raus. Na, töten. Ein. Wann jemanden töten will, dein Fuß nichts nie. Ey. Das ist ja schon fast peinlich. Also, wirklich. So, also. Ah, hallo. Hol mich raus. Einer der Feinde muss den Schlüssel haben. Schüttle die Fernbedienung, um dich zu drehen. Wenn der Gegner torkelt, ramm ihn. Natürlich. Mach ich. Ja, und jetzt dadurch ist dieser normale Bomber aufgetaucht. Ja, wann ihn geschüttelt hat, dann waren die eigentlich schon sofort tot. Jetzt muss man noch gegenlaufen und dann erscheint etwas. Normalerweise würden Sternteile rauskommen, jetzt kam halt nur ein Schlüssel raus. Ja. Und seltsamerweise verschwindet dadurch diese Glaskuppel. Das ist unlogisch. Aber egal. Bei Mario sollte man nie auf Logik achten. Das ist fatal. Danke. Könntest du auch meine Freunde retten? In der Festung da oben? Natürlich. Ich verwandle mich in einen Sternling. Na klar. Steig auf und presch nach vorne. Yeah. Und witzig ist ja auch, dass die die sagen alle die ganze Lumas Verwandlung. Und wegen denen wusste ich eine Zeit lang nicht, ob es Verwandlung oder Verwandelung heißt. Die haben mich echt so manipuliert, dass ich das nicht wusste. Das ist doch schlimm. Na egal, auf jeden Fall betonen wir erstmal hier alles und da konnte man schon schön sehen, dass der Goomba ja dadurch betäubt wurde und man hat gesehen, die geben ordentlich Sternteile, naja gut, immer drei. Ändert sich auch nicht. Aber je nach Gegner ist es halt unterschiedlich. Ja, und der hier sieht erstmal groß aus, aber wenn man erstmal betäubt und gegenrennt, dann. Ja, es ist nix. Der Gegner ist gar nichts. Bloß so eine Mutation. Ja, also, was die mit dem angetan haben, naja. Darüber wollen wir nicht reden. Er kann ja schließlich nichts dafür. Naja, auf jeden Fall haben wir hier gleich den richtigen erwischt und somit den. Bist du der richtige Luma, Neva? Wenn du Schaden erleidest, sammle Münzen, um deine Lebenskraft wieder auszufüllen. Okay, er war nicht das hier. So. Und hier haben wir eine Röhre mit einem Gumba genommen. Mit einem Luma. Beeilung! Hier drin sind auch Feinde. Hier drin sind auch Feinde von uns. Ja, da sind tatsächlich Feinde drin, aber auch Freunde. Und die meint er eigentlich. So. Okay. In die Röhre mit dir. So, jetzt sind wir erstmals innerhalb eines Planetens. Und schon wieder werden wir von der Seite angequatscht. Wir haben schon auf dich gewartet. Ja, in diesem Spiel muss man viel mit Belästigung rechnen. Aber egal. Da sehen wir den großen Stern. Das ist ein großer Stern. Er ist ein Freund von uns. Ja, das ist so. Sie verwenden die Kraft des großen Sterns. Um mit dieser Maschine irgendwas herzustellen. Sie wollen Energie. Wenn wir nichts unternehmen, wird die Energie komplett abgesaugt. Und der große Stern verblasst. Halte irgendwie die Maschine auf. Ja klar, mit dem großen Stern. Ja, warum hier Luft rauskommt, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich muss der Druck mal wieder verändert werden. Mal wieder zirkuliert oder so, keine Ahnung, welches Wort man dafür verwendet. Und wir müssen die ganzen Platten hier, die gelben, verändern, indem wir rüberlaufen. Dann verändert sich die Farbe. Also ich glaube, das waren sie alle. Ja, jetzt sind noch die hier. Dort ich verprügeln wir einfach mal in die Ecke. Ja. Wer spricht mich jetzt an? Egal. Betätige die Fußschalter am Boden, um die Maschine zu stoppen. Also wäre ich Arbeiter von dieser Firma da oder von dieser Fabrik oder was immer das da ist und ich müsste erstmal alle Schalter hier betätigen, dann hätte ich aber ganz schön die Faxen dick und immer wieder rumlaufen und alles, aber es hält einen fit. Und wir kamen nicht zu spät, er ist nicht verblasst.
Gerettet! Schnell den großen Stern! Ja. Das war natürlich, ja. Und so, ja, ja. Erste Mission. Eine Meisterleistung. Ein Bilderbuchabenteuer, so wie sich's gehört. Der Held ist nicht einmal gestorben, es war immer perfekt. Na egal. So, und irgendwie ist es ganz schön kalt hier bei mir, obwohl ich neben der Heizung sitze und ich hab die auf 3, aber kann sein, dass ich hier mit T-Shirt sitze, aber egal. Und ja, wo sind wir hier? Was ist das hier? Warum? Ja, man könnte meinen, das soll eine Sonne darstellen, aber ich bevorzuge Energiekugel, denn eine Sonne könnte so klein sein, aber naja. Ja, selten. Nee, halt. Sonne. Eine Sonne kann eigentlich, glaube ich, nicht so klein sein. Ich glaube, es braucht eine bestimmte Größe, um so zu entstehen, wie uns eine uns bekannte Sonne eben ist. Na egal. Du hast einen Stern erhalten. Sternentor Galaxie. Ja, da kommen wir irgendwann nochmal hin. Aber erst später im Verlauf des Spiels. So ziemlich weit hinten des Spiels. Aber egal. Der gefangene große Stern. Ja, neue Bestpunktzahl. 13 Münzen. Ja, die 13, die Münzen allgemein sind hier in diesem Spiel nichts wert. In den Super Mario 64 und Super Mario Sunshine, da konnte man wenigstens, wenn man 100 Münzen gesammelt hat, ja, hat man dafür einen Stern bekommen, aber hier ist es komplett sinnlos. Weil sie ersetzt werden durch andere Münzen. Welche? Das werdet ihr noch sehen. Du hast Sternteile mit zurückgebracht, ja, 41. Du hast eine neue Galaxie entdeckt, ja. Yeah. In der Terrasse Universumkarte. Ein Glück kenne ich das Spiel, sonst würde ich da nicht erkennen, was da steht, aber egal. Wo sind wir bloß? Oh, das Kraftfeld der Sternwarte scheint wieder Energie zu haben. Sein Licht ist schwach, wie das eines Klasse 6 Sterns. Ja, was immer auch ein Klasse 6 Stern ist, aber egal. Der wird schon wissen, wovon er da redet. Aber so brauchen sich die Luma wenigstens nicht mehr zu fürchten. Ja, die haben nämlich Angst im Dunkeln, so wie Kinder. Einige Kinder, vielleicht. Man weiß es nicht. Das verdanken wir dir. Du hast den großen Stern befreit. Das Volk der Sterne ist unsere kostbare Familie. Willkommen auf der Sternwarte auf den Kometen. Ja, jetzt wissen wir, wo wir hier drauf sind. Und dazu gibt es noch eine wunderbare Geschichte, die wir im Verlauf des Spiels erfahren werden. Ja, naja. Das ist unser Haus, ein Sternschiff, das das Sternmeer überquert. Wir bereisen das Sternmeer mit diesem Sternschiff der Sternwarte auf den Kometen. Oh, so viel mit Sternen, ey. Wah, furchtbar. Na egal. Und das Schiff ist vor diesem Planeten plötzlich zum Stillstand gekommen. Die Kraft des Sternschiffes ist im Bann einer rätselhaften Anziehungskraft. Zusammen mit dem Sternstaub heruntergeflossen. Kraft. Ja, es handelt sich dabei um Powerstern. Jetzt will ich schon Sternteile sagen. Pff, naja. Seiner Kraft beraubt ist das Sternschiff wie in einem tiefen Schlaf gesunken. Regungslos. Die Schurken, die eine dir kostbare Person entführt haben, sammeln diese Powersterne auf. Und dieses Hintergrundbild ist irgendwie mies. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, da habe ich mir auch schon gedacht, ist nicht schlecht. Wenn Bowser wirklich so aussehen würde, boah, das wäre geil. Irgendwie. Na egal. Und haben so die Fähigkeit erworben, das Universum zu durchqueren. Ich habe eine Bitte an dich. Diese Sternwarte ist ein Sternschiff, das dem Universum verteilten Galaxien mit Sternkraft lebendig werden lässt. Der Powerstern ist der... Nee, der jetzt hierher zurückgekehrt ist, ist zwar schwach, aber um eine nahegelegene Galaxie zu erreichen,
sollte seine Energie reichen. Okay. Dieser runde Raum nennt sich Kuppel. Von hier aus beobachten wir die Galaxie. Jedoch ist die Sternschau-Terrasse, also diese Kuppel, die einzige Kuppel, die derzeit funktioniert. Für mehr reicht die Sternkraft nicht, die du bisher zurückgelangt hast. Ja. Geh zuerst zur Sternschau-Terrasse und befreie die Powersterne der von dort aus sichtbaren Galaxie. Die Sternwarte auf den Kometen ist in Wahrheit ein Sternschiff. Ja, das hat ihr uns eben schon erzählt. Danke für diese tolle Information. Wenn wir es wieder aktivieren, können wir auch die Verfolgung der Feinde aufnehmen, die die Powersterne gestohlen haben. Ja, okay, dann machen wir das einfach mal. So, speichern wir einfach mal. Ach, speichern ist immer gut. Speichern, 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 speichern. So, dann gucken wir uns mal um. Was hast du zu sagen? Das ist die Sternwarte des Kometen. Ah, okay. So, und wenn ich mich nicht täusche, kann man, ja, wenn man hier raufkommt, dann sieht man detailliert dieses Sternschiffchen. Und das ist nicht klein. Das möchte man nicht behaupten. So, die Sternwarte ist das Haus von Mama und uns. Ja. So, das ist unsere Kuppel, in der wir reingehen müssen. Was hast du zu sagen? Ja, okay. Dies hier ist eine von zahlreichen Kuppeln, die Sternschau-Terrasse. Ah ja. Eigentlich sind es nur 6, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich glaube, sicher bin ich mir nicht. Ihr könnt mich ja gerne korrigieren. Wenn du dir eine Pause gönnen willst, drücke Minus oder Plus. Wenn du das Spiel beenden auswählst, kannst du dein Abenteuer speichern und dich ausruhen. Aber ich will mich nicht ausruhen. Ich will das hier alles in einem Rutsch durchspielen. Nein. Wer sowas macht, ist... Ja, der hat keine Hobbys. Also, muss man wirklich sagen. Also, dieses Spiel in einem Rutsch durchzuspielen, das ist Wahnsinn. Weil das haben wir ja auch nicht in 5 Minuten durch. So ist das ja nicht, sonst wären wir jetzt schon fertig. Schon lange. Ein Schild. Ja, ich denke mal, das erkennt man auch. Garage. Hier werden Raumschiffe repariert. Repariert also, aber ich sehe hier noch nichts. Hallo, 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 hallo. Das ist die Raumschiffgarage. So, und hier... Seltsame Bewegung. Egal, ignorieren wir. Hier haben wir ein Leben. Hey, aufsammeln. So. Ja, die Leben sind hier eigentlich nicht so relevant. Das Spiel ist nicht so schwer. Wenn man nicht die ganze Zeit fällt, aber... Ich glaube, ihr werdet einige Fails noch hier erleben. Willkommen auf der Sternwarte des Kometen. Ja. So, also das ist die erste Kuppel. So viel haben wir ja schon mitbekommen. Dann geht's hier noch weiter. Was bist du? Du kannst hier noch nicht lang. Ja, was das hier ist, das werden wir noch sehen auf jeden Fall. Ist hier noch eine Kuppel? Ja. Aber ansonsten, in diesem Part werde ich hier nichts mehr großartig machen. Ja, ansonsten ist hier soweit gar nichts. Ja, hier ist noch alles dunkel, hier gibt's noch nichts. Ja, das ist auch noch nicht interessant. Also, ich würde sagen, hier verabschiede ich mich. Und ich hoffe, euch wird dieses Projekt gefallen. Was ich noch erwähnen möchte, achtet mal auf den Hintergrund. Mit diesen Sternen da oben, unten. Ja, da oben sind auch Sterne, aber ich meine die da unten, diese großen Bilder. Was ist das? Sind wir auf einem Planeten? Ja doch, ich glaube, wir sind auf einem Planeten. Es hieß ja, dass wir durch eine Anziehungskraft stehen geblieben sind. Ja. Also, wirklich Gedanken habe ich mir darüber nie gemacht. Und mit den anderen Projekten, Donkey Kong 64 und Anno, wird es normal weitergehen. Und ich denke mal, mehr ist nicht zu sagen und deswegen verabschiede ich mich von diesem Part. Bis zum nächsten Mal und ciao.